Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best of Happy Wheels. Let the Wahnsinn begin. In einem Level, wo es um Reflexe geht, muss man eigentlich ja nur unten durchschleichen. Ja, das war total einfach. Haben wir mal das nächste. Ich hoffe ein bisschen schwerer. Wie, das war's? Emma soll über eine Minenbrücke fahren, aber Emma ist doch gar nicht dafür ausgelegt. Ich wollte doch eigentlich nur schappen. Oh Gott, das war mit Minen gemeint. Ich dachte Minen wie in einem Stollenrand. Nicht Minen, die explodieren. Wo ist der Boden? Indiana Jones ist wie gemacht für die Minen. Er wird es schaffen. Mit Anlauf. Und der kümmert sich nicht um die Minen. Oh, es ist da passiert. Okay, das machen wir gleich nochmal. Das können wir besser. Mit Hüpfen. Jo, 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 jo. Okay, sehr schön. Ja, nein, 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 ich war schon da. Ich war schon da. Komm, das ist machbar. Indiana Jones, go! Ist ja gut nur. O Tannenbaum, o Tannenbaum, willkommen Scheibenkleister. Die Kinder fliegen um die Ohren, der Schlitten hat laute Motoren. Ey, komm schon. Ich bin der Müllfahrer. Und, okay, warte mal, up, down, shift. Achso. Habt ihr alle mal euren Müll? Irgendwie funktioniert das hier nicht so richtig. In der Arbeitsbeschreibung stand nur was von Mülltonnen, nicht von humanitärem Abfall. Was ist nur aus dieser seltsamen Welt geworden? Ich weiß es nicht, mein lieber Igor. Ich weiß es nicht. Eine Vulkanflucht, okay? Achso, ich könnte entkommen, wenn ich die Schnur nehme. Also nochmal restarten. Und whoop. Mit der Schnur whoop. Mach mal innen auf Indiana Jones. Boah, das war knapp. Nein! Jawohl, schön gerade ausfallen. Gerade ausfallen. Yo! Und Freedom! Die ganzen Rupswings zahlen sich langsam aus. Ein einfacher Harpoon-One. Naja, gut. Die Kinder sind mal wieder nicht gewollt. Ist das wirklich so einfach? Es sieht nicht so aus. Lasst mal meinen Stuhl los hier. Okay, komm. Mit dem Fliegetrick. Ist das machbar? Ist das machbar? Ist das machbar? Oh, ich war sogar zu. Wie habe ich das denn geschafft? Komm, okay, also man darf fliegen, aber nicht zu sehr. Jo, jo, jo. Nice! Okay, das war wirklich einfach. Fight Nummer 4. Kleines Kind wird verschont, aber du hast beide, die sind gefährlich. Dummes Kind. Vater benutzt seinen Sohn nicht als Waffe. Hier, da passiert nämlich das. Dein Kopf vom Kind steckt. Nee, der Kopf von deinem Kind steckt mir dann nämlich im After. Ich hab doch was zu Kindern gesagt. Oh je. Ein Ball werfen mit Bingo. Alles klar. Once a bad boy is thrown, the ball above will drop. Ach so, sobald. Alles klar, sobald man den roten Ball werft, dann kommen die von oben noch weiter dazu. Die Nummer 21. Ach so, warte mal, damit ich Bingo brauche, muss man 5 in einer Reihe. Also bräuchte ich jetzt die 22 und die 8. Warte mal, die 8. Okay, das war nix. Das war die 7. Ich brauche aber die 8. Okay. Oder die 14 und die 1. Aber wie um. Da muss ich mit den Dingern da arbeiten. Das ist. Mit den Schilden, dass die da den Ball nach links droppen. Okay, die Nummer 8 haben wir. Jetzt brauchen wir noch die 4. Das heißt, wenn man den jetzt. Nein. Verdammt. Kann man den. Ah. Soll es andersrum fallen, verdammt. Oder was haben wir noch? Die 1? Ja, nee, die 1 muss schon sein.
Verdammt, es funktioniert nicht. Und die alles entscheidende 10. Ich hab ein Bingo. Ich dachte, ich habe schon wieder verloren, aber Bingo! Einmal ein Pogo-Jump und ein Spike-Fall. Der Pogo-Jump ist ja erstmal nichts Schwieriges. Da ich ja den Trick in. Ach, nicht den Spike, sondern ein Ball-Fall. Wenn man nämlich die Steuerungstaste gedrückt hält, geht das alles viel einfacher. Durch die Bälle schlingern ist keine schwierige Übung. Nur ich hätte mich andersrum drehen sollen. So rum. Weil mit der Pogo, der kann die viel besser auseinander trennen. Ja, komm schon, lasst mich durch da. Jawohl. Nice. Gut. Hier durchzukommen ist auch leicht. Muss man sich nur durchrobben. Und rein damit, Bonk. Schön wiggeln, durchwiggeln, da ist die Ziellinie. Ihr Bälle haltet mich nicht auf. Yeah! Wir fahren im Parkour, im Parkour. Wir fahren, wo ist mein Reifen? Ach so, so eine Box, wo man ausbrechen muss. Okay, wo ist da der Ausgang? Da ist der Ausgang. Natürlich wieder genau neben den Stacheln. Das ist das Schwierige. Jawohl! Gekonnt ist eben gekonnt. Portal-Runs sind einfach, das beweise ich euch. So, jetzt aber wirklich. Man darf nur nicht hier irgendwie drüber schauen, sondern einfach nur immer schön die Linkstaste gedrücken. So, dass man immer so einen 30-Grad-Winkel hat und bumm, kann man den Beutel ran schaffen, solange er nicht zu lang ist. Das ist ein Rainbow One. Hatte mal etwas Idyllisches. Über die Welle hinaus. Sei nicht die Welle, sondern. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, geh nicht mit der Welle, sei die Welle. Das wollte ich sagen. Wow, da haben wir uns aufgehangen. Und alle mal wieder aufsetzen und whoop. Hat was Idyllisches, solche Level. The Bridge Bomber 2. Click here to play. Ich klicke. Ach! Activate the Bombo right now. Click for the TNT hier. Click for now. Ist das geil gemacht? Das ist wie das eine Flash-Game. Da gibt es nämlich auch ein Spiel. Ich habe zwar den Link nicht mehr, aber das heißt, glaube ich, auch irgendwie Destroy the Bridge oder so. Und da machst du genau dasselbe. Aber sowas in Happy Wheels zu machen, Bombe. Dark Creature 893, Hammer Level. Wir müssen 10 Sekunden überleben. Wenn die Schwerter mich nicht kriegen. Okay. Ich schaffe das. 10 Sekunden überlegen. Ich muss mich nur hier hochhieven. Da bin ich sicher. Hoffe ich. Nicht. Geht weg. Das ist übelst die Leichenschändung. Der Klick-Parcours 2. Das ist ja auch geil gemacht. Warte mal. Activate Boost, Build a Bridge. Stop, damit der Elevator da hochgeht. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich glaube, man muss sofort anfangen, weil der Fahrstuhl kaputt gegangen ist. Okay, das dann erstmal da lang. Weil das Level ist auf jeden Fall schaffbar. Hopp. Und hopp. Ja, nicht ganz so viel. Don't know how to look at the replays. Okay. Und hopp. Sehr schön.
Weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Ey, nein, nein. Verdammt. Ein sehr langer Spikefall. Soll ich euch was sagen? Ich wette, ich pack das hier im ersten Versuch wieder, oder auch nicht. Dann packe ich es im zweiten Versuch mit etwas mehr Speed. Das war vielleicht zu viel, oder? Nee. Nee. Das war sogar noch zu wenig. Okay. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Jo! Alle guten Dinge sind drei. Ich liebe die Zahl drei. Du! Ihr beiden. Wart unartig, denn... Ihr habt mir mein Taschengeld geklaut, als ich noch jung war. Du hast mir nie das Spielzeug gekauft, als ich noch klein war. Du hast immer auf meinen Rasen gekackt. Du hast einen scheiß Anzug. Und du... Bist sicher? Dann machen wir das doch nochmal. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Ach so, ja, da steht ja auch da, klicken für mehr Schwerter. Hätte ich vielleicht beachten sollen. Okay, dann geht's weiter. Also, Rasenkacker. Taschengeld. Geld geklaut. Scheiß Anzug. Auch Geld geklaut. Wir brauchen mehr Schwerter. Ah! Ich packe dieses Level. Was zum... Wieso Endcard? Okay. Ja. Ich habe gewonnen, indem ich nur zwei Leute gekillt habe. Läuft. Und zum Abschluss des heutigen Tages eine Rope Swing. Rope Swing, Beine, komm. Hallo? Danke. Whoop. Slow down. And relax. Take the green air. And don't fall! Also versuchen wir das nochmal. Diesmal richtig. Ich sagte richtig. Genau. Wow. Genau, schön festhalten. Oh Gott, ich dachte, der bricht sich schon wieder die Arme. Okay. Don't forget to grab. Keine Sorge, vergesse ich schon nicht. Yo. Hui. Richtig landen. Perfekt. Nicht das grüne Rad festhalten, sondern nur die Linie. Nur die Leine, wollte ich sagen. Okay. Füße nach oben. Fuck off your legs. Das war nachher aus. Okay. Touchdown. Und, ja, wieso Pink? Keine Ahnung. Aber dieses Level war toll. Arlind 123. Ich hoffe, der Name ist so richtig ausgesprochen. Oder Arlindo, was auch du magst. Auf jeden Fall tolles Level. Und hat mir Spaß gemacht, die Folge zu drehen. Bis zur nächsten Happy Wheels Folge mit eurer UKK. Tiddly.